Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich stehe hier gerade mit dem Filmflo. Guten Morgen. Denn, ja, vielleicht sollte ich besser sagen Konnichiwa, aber heute ist der Japan-Tag in Düsseldorf. Ich bin ganz ehrlich, ich war noch nie vor Ort. Der Florian sagte, möchtest du nicht gerne mitkommen? Und ich habe mir gedacht, ja gut, mache ich auf jeden Fall mal. Der Florian wird mich hier heute so ein bisschen durch den Tag geleiten, denn genau, er möchte mir das ein oder andere zeigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich nehme euch auf jeden Fall wieder ein bisschen mit und du sagst, das ist cool, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir stehen hier gerade schon am Teammate, das ist ein Bubble-Tea-Laden. Da wollte ich auf jeden Fall den Nico dazu bringen, da auch ein bisschen was zu bringen. Sprich, mein Kind! Ein bisschen was zu trinken und er lässt sich das einfach mal alles gefallen. Ich lasse mir das heute gefallen, ich lasse mich drauf ein und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf viele coole Leute in tollen Kostümen, eine coole Atmosphäre, das Wetter spielt auf jeden Fall schon mit. Hoffen wir mal, dass das Ganze so bleibt, ne? Und ja, legen wir mal los jetzt. Ja. Ist das hier der Place to be? Das ist der Place to be und ich habe Angst, dass ich deine Erwartungen nicht erfülle, weil wie lange stehen wir jetzt schon hier vor dem Teeladen? Ach, lüg doch nicht, 30 Minuten. Ich stehe so eine Stunde. Eine Stunde für einen Tee. Ich werde mir das Ganze jetzt mal reinziehen. Ich bin gespannt. Eine Stunde Wartezeit für das. Hey Leute, hier gibt es auch irgendwie was Geiles. Tori Gin. Der ist der gute Stuff, Leute. Keine Ahnung, aber Saki ist bestimmt Sake. Leute, hier gibt es wieder irgend so ein Zeug. Keine Ahnung. Ganz merkwürdige Klamotten. Ich weiß nicht. Florian, vielleicht ist da irgendwas Leckeres dabei. Ja. Kennst du hier irgendwas? Kannst du was empfehlen? Einfach probieren. Das sieht aus wie Kaugummis, oder? Einfach probieren. Ich habe was gefunden, was ich kenne. Pikachu. Auch cool. So Flaschen irgendwie noch. Hier gibt es auch noch was zu knabbern. Tao Keno. Das sieht aus wie Käse oder sowas. Ich finde die hier sehen sehr, sehr spannend aus. Könnte so Blumenstängel sein oder sowas. Ja. Nimmst du jetzt mit? Ja, ich nehme hier so ein paar Nudeln mit. Dann, keine Ahnung, was drin ist, ich nehme es einfach mal mit. Wir nähern uns jetzt hier langsam dem Japan-Tag. Der offiziellen Strecke des Japan-Tags oder wie sagt man? Genau. Ich habe keine Ahnung. Also nachdem wir dann jetzt ein Bubble-Tea gekauft haben und dann noch Reisbällchen gekauft haben im Supermarkt, sind wir jetzt hier am Rheinufer angekommen. Und man kann natürlich jetzt schon eigentlich sagen, wenn man jetzt vom Weiten guckt, also es wird ordentlich voll bei bestem Wetter, denke ich. Versuche euch das Ganze hier mal so ein bisschen zu zeigen, aber ich glaube, man kann es da irgendwo oben sehen. Da sind richtig, richtig viele Leute schon am Start. Die Sonne, die ballert hier auch schon kräftig rein und ich bin ganz ehrlich, es blendet hier auch ziemlich, mir ist heiß. Ich glaube, ich muss jetzt gleich auch mal meinen Pullover aufziehen und ja, gucken wir jetzt mal, was uns da so erwartet, ne? Ganz genau, ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. Ja, wir sind hier mitten im Getümmel. Ja, ultra voll, ne? Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob man das hier mit dem Ton jetzt gerade überhaupt irgendwie hinbekommt, aber... Wir geben unser Bestes. Ja, das ist ja auch so eine Welt, da habe ich auch überhaupt keine Ahnung von. Aber hier gibt es jede Menge von diesen Anime, Büchern, Comics, was auch immer. Oh, keine Ahnung. Ich stöbe das Ganze jetzt hier, wie gesagt, mal so ein bisschen durch. Aber... Ja. Florian, jetzt gibt es hier ja hier diese ganzen Bücher und Comics und so weiter. Ja. Kennst du dich damit aus? Ja, es gibt so ein paar Sachen, die liefen damals auf RTL 2. Ne? Zum Beispiel hier Ranma.
Habe ich mir gerade angeguckt, aber konnte ich jetzt gar nichts mit anfangen. Ja. Sind tatsächlich so ein paar Sachen, die auf RTL 2 liefen, wie Pokémon, Digimon und so weiter. Könnte man durchaus vielleicht kennen. Ich kenne Pokémon, kenne ich. Ich habe gerade entdeckt, was ich kenne. Ein Star Wars Pullover, T-Shirt, was auch immer. Und Simpsons. Kenne ich auch. Nico entdeckt Sachen, die er kennt. Ja! Hier gibt es jede Menge Sorten, unter anderem Fisch. Nee, Leute, ich habe mir jetzt hier was gekauft. Ja, mal gucken, was das kann. Voll unnötig. Man kann immer nur so einen Schluck trinken, dann ist die Kugel wieder im Weg, ey. Ja, wir gehen jetzt zum Cosplay-Wettbewerb und schauen uns mal ein paar Cosplayer mit tollen Kostümen an. Ganz genau so machen wir das. Das war jetzt auch, glaube ich, der Master-Reinfall, oder? Ja, man hat nicht allzu viel gesehen, so aus einer Entfernung von wie viel? 20 Meter? Ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich kann mir da schöne Cosplayer angucken oder so, aber ich glaube, da sind wir besser aufgehoben, wenn wir hier einfach so ein bisschen durchlaufen und gucken, ob wir den einen oder anderen da entdecken. Ne? Genau, letztendlich sind ja auch alle vom Wettbewerb auch irgendwo hier unterwegs. Irgendwo hier, aber ja, ihr seht schon, Leute, hier ist richtig hier. Wirklich so viele Leute. Es ist ja irgendwo schön, sich hier alle möglichen Leute in diese tollen Kostüme und so weiter anzugucken. Aber wenn man dann entsprechend noch nicht mal mehr richtig laufen kann, wird es grenzwertig. Ne? Ihr seht es auch schon, wir haben schon die Pullover ausgezogen, denn da wird einem auf jeden Fall schon deutlich warm. Ne? Also gut besucht heute der Tag hier in Düsseldorf. Definitiv. Aber trotzdem irgendwie cool. Ne? Ja, definitiv. Aber ja, wir müssen mal schauen, wie sich die Menge da noch verändert, ob wir noch ein bisschen die Möglichkeit haben, uns die Stände mal ein bisschen in Ruhe anzuschauen. Ja, ist kaum möglich gerade, ne? Im Moment kaum möglich. Ja, da gibt es noch solche geilen Figuren. Kann ich auch wieder gar nichts mit anfangen, sieht aber gut aus. Ja, hier kann man offensichtlich Bogen schießen. Keine Ahnung, Florian, kann da jeder hier Bogen schießen oder ist das hier so eine Vorführung? Nee, du kannst dir das tatsächlich beibringen lassen, ne, wie man da halt dementsprechend das Ganze konzentriert, ja, ausübt. Weil da geht es wohl auch darum, ne, dass man halt wirklich die richtige Atmung findet und so weiter. Genau. Ja, mega. Hat jetzt eine junge Dame, die offensichtlich jetzt gleich mit dem Bogen schießen wird. Gucken wir mal. Auf dem Japan-Tag in Düsseldorf und zwar neigt sich der ganze Tag hier jetzt so langsam dem Ende. Die Sonne geht langsam unter und wie ich schon vorhin erzählt habe, ist natürlich später noch ein Feuerwerk, aber ja, wir werden jetzt hier auf jeden Fall noch so ein bisschen drüber schlendern. Wir wollten uns allerdings auch schon mal verabschieden mit einem kleinen Fazit. Florian, wie fandst du es heute? Ich fand es wieder mega geil, das heißt wieder, ich war jetzt zum ersten Mal hier, aber ich fand es geil. Ja, es freut mich auf jeden Fall, wenn es dir gefallen hat, weil, wie gesagt, ich kenne den Japan-Tag schon ein bisschen länger. Ich besuche den schon einige Jahre und von daher war es natürlich eine Freude, dass ich dir das Ganze hier mal zeigen konnte, hier in Düsseldorf. Und ja, warum eigentlich Japan-Tag bei einem Filmkanal? Ich denke einfach, japanische Kultur ist auch irgendwo verbunden mit dem Bereich Anime, Manga und einfach nur auch einen schönen Tag zu haben. Ja, ich bin ganz ehrlich, es heißt ja auch Movies and More. Ja. Und ich denke einfach mal, all solche Videos, die möchte ich auch in Zukunft nicht missen auf meinem Kanal. Einfach mal entsprechend, ja, einfach mal was anderes zu zeigen, euch mal so ein bisschen mitzunehmen bei dem, was ich so mache, was hier meine Freunde und
Kollegin, wie auch immer so machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es auf jeden Fall mal ein cooler Eindruck so in diese japanische Kultur. Auch wenn ich mit Manga, Animes etc. eigentlich nicht viel anfangen kann, hat mich das dann doch trotzdem schon irgendwie so ein bisschen verzaubert. Denn alleine die Cosplayer, das ist auf jeden Fall schon immer ein Besuch wert. Ne? So, heiles Geld, heile Welt. Nee, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video hier wieder gefallen. Ja? Schaltet auf jeden Fall gerne auch beim Florian ein. Er wird auf jeden Fall auch ein cooles Video zu dieser ganzen Geschichte hier machen. Sehr gerne. Und ich hoffe, man kann den Ton hier einigermaßen verstehen, denn es ist hier wirklich ultra laut. Die Leute feiern hier jetzt noch kräftig und das werden wir jetzt auch machen. Ganz genau. Macht's gut, Leute. Ciao. Auf einmal guckst du mal, was und weil alles schon vorbei, keine Zeit mehr. Du sagst zu mir, ich wäre nur ein Scheißkerl. Besuche dich wieder in meinen Nightmares. I don't care, I don't mind, and I don't cry. Jeden Abend das Gleiche, komm erzähl mir einfach wieder keine Scheiße.